Ich freue mich sehr und begrüße sehr herzlich Professor Dr. Niels Pinkwart von der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat dort die Lehrgebiete Didaktik der Informatik und Informatik und Gesellschaft. Für uns in der AG ist Professor Pinkwart wichtig wegen seiner Arbeit in vielen für unser Thema einschlägigen Forschungsprojekten aus den letzten Jahren und vor allen Dingen auch zur Zeit. Zum Beispiel am Einstein Center Digital Future, am Weizenbaum-Institut oder auch in den einigen Arbeitsgruppen der Gesellschaft für Informatik und natürlich besonders im Forschungsbereich Educational Technology Lab des DFKI. Herr Pinkwart ist aktuell Mitverfasser des gerade erschienenen White Papers KI in der Hochschulbildung, das unsere AG natürlich intensiv beschäftigen wird. Wir freuen uns, dass es gerade zu diesem Zeitpunkt herausgekommen ist. Und Professor Pinkwart ist zurzeit gemeinsam mit Claudia de Witt, die wir ja auch noch im Laufe des Tages kennenlernen werden, in dem sehr spannenden Projekt AI EduLab tätig, in dem KI konkret erprobt wird für die Strukturierung von Studieninhalten und für die Begleitung von Studierenden, von Lernenden und natürlich auch Lehrenden im Studienverlauf. Wir sehen, dass Professor Pinkwarts Arbeiten also grundsätzliche Positionen ebenso vermitteln wie die Erprobung konkreter Anwendungen von KI im Hochschulkontext. Und deshalb freue ich mich, dass er mit seinem Statement heute diese Anhörung eröffnet. Lieber Herr Pinkwart, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, hier die Gelegenheit zu haben, ein paar Gedanken mit Ihnen zu teilen über KI und die Rolle von KI in der Hochschulbildung. Als Untertitel habe ich gewählt Bildung über, mit und trotz künstlicher Intelligenz, weil ich denke, alle diese drei Facetten sind sehr wichtig bei der Betrachtung von künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Und der Vortrag ist auch lose in diese drei Teile strukturiert. Geht aber los mit vielleicht einigen grundsätzlicheren Positionen von KI und welche Rolle KI in Bildungskontexten spielt. Und viele von Ihnen, wenn man dieses Bild sieht, wissen vielleicht, worauf ich hier hinaus will. Das ist bereits mittlerweile 5 Jahre her, dass künstliche Intelligenz es geschafft hat, auch die besten asiatischen Spieler im Go-Spiel zu schlagen. Gelungen ist dies durch eine Mischung von Supervised Learning und Reinforcement Learning Methoden, dass letztendlich eine künstliche Intelligenz als Basis eine ganze Reihe von Spielen menschlicher Großmeister bekommen hat und schlicht und ergreifend gelernt hat, wie man Go spielt, ohne eigentlich Strategien manuell einprogrammiert bekommen zu haben. Soweit so gut. Es ist erstmal erstaunlich, dass das 20 Jahre gedauert hat nach Schach, aber das liegt an der Komplexität des Go-Spiels. KI, was viel weniger globale Beachtung fand, ist, dass es eigentlich noch weiter ging mit diesem AlphaGo-System, dass es nämlich irgendwann gar nicht mehr nötig war, dass überhaupt menschliche Spieldaten zur Verfügung standen, sondern dass schlicht und ergreifend das Regelwerk vom Go-Spiel genügt hat und eine Maschine gegen sich selbst gespielt hat, aus diesen Daten wiederum gelernt hat und dann wiederum besser wurde als alle anderen künstlichen Go-Spieler, die von menschlichen Materialien gelernt haben. Das zeigt so ein bisschen das Potenzial. Es braucht hier in dem Fall überhaupt gar keine menschlichen Daten mehr. Die KI kann von sich selbst lernen. Nun ist nicht jeder von uns ein Go-Spieler, aber auch in unserem täglichen Leben begegnen wir mehr und mehr Demonstrationen von künstlicher Intelligenz und wie sie uns durchaus unterstützen kann. Das hier ist ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, was ich vor einem Jahr oder anderthalb in einem Hotelzimmer in China geschossen habe, auf der linken Seite. Naja, Sie sehen, wer kein Chinesisch kann, wird hier Schwierigkeiten haben zu verstehen, was für Informationen vielleicht dort enthalten sind. Auf der rechten Seite ist die Live-Übersetzung, die heutigen Mobiltelefone können. Das heißt, die massiven Fortschritte im Bereich der Bilderkennung, aber auch im Bereich der automatischen Übersetzung, beides Felder von KI, ermöglichen es uns heute, sehr viel komfortabler zu leben, Unterstützungsfunktionen zu bekommen. Soweit als Einleitung. Wie sieht es denn jetzt mit KI in der Bildung aus? In vielen Bereichen der KI, Medizin, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter, spielen Daten und spielt auch KI eine große Rolle. Wenn man sich anschaut, was vor 5 bis 10 Jahren so die
Key Findings waren, wie das im Bildungssektor so aussieht, dann sieht man eigentlich eher etwas ernüchternde Statements. In einem McKinsey-Report findet man von vor ungefähr 10 Jahren, dass der öffentliche Sektor, insbesondere auch der Bildungssektor, da spielen Daten nicht so eine große Rolle. Und es gibt auch keinen, wie Sie so schön das sagen, Data-Driven Mindset. Und Roy P. Stellte auch noch vor 6 Jahren fest, dass Bildung im Verhältnis zu anderen Sektoren doch noch einiges aufzuholen hat, wenn es um Data Science und damit natürlich um KI geht. Das hat sich in den letzten Jahren durchaus gewandelt, wenn man sich aktuellere Quellen anschaut, wie den hier links dargestellten Report mit einem kurzen Auszug, dann findet man dort eigentlich wiederholt die Aussage, dass KI im Bereich der Bildung die relevanteste Technologie ist, die es zu beachten gibt. Insbesondere bei Lernerunterstützung, bei Lernprozessunterstützung, im Bereich Assessment, im Sprachlernbereich wird diesem System ein unerhörtes Potenzial zugeschrieben. Und oft geht dies einher mit Versprechen, mit Möglichkeiten der Personalisierung, wie Sie das auf der rechten Seite ganz schön dargestellt sehen, dass es Bots sein werden, dass irgendwie jeder Lerner sein eigenes Curriculum bekommen, das auf ihn selbst persönlich zugeschnitten ist, damit natürlich seinen Interessen folgen kann, aber auch seinen Kompetenzen folgen kann, viel besser individuell unterstützt wird in seinen Lernprozessen, als das durch mal klassische Bildungsarrangements irgendwie möglich wäre. Auch aus dem Horizon Report, ein jährlich erscheinender Foresight Report, der immer wieder mal die wichtigsten Entwicklungen im EdTech-Bereich darstellt, finden Sie künstliche Intelligenz, Analytics Technologies oder auch virtuelle Assistenten als ganz wichtige Entwicklungslinien, die halt im Bereich Higher Education zu berücksichtigen sein werden. Aber auch sollen nicht verschwiegen werden, wenn wir oben auf dem Bereich Significant Challenges schauen, dann müssen wir natürlich auch sowas wie hier dargestellt, the evolving roles of faculty mit berücksichtigen. Wie sieht das eigentlich mit unserem Lehrpersonal aus? Welche Kompetenzen benötigen wir da eigentlich? Es reicht also nicht aus, nur im Bereich KI als Tool in der Bildung zu denken. Und das führt auch dann direkt zur nächsten Folge. Wir müssen insbesondere uns auch darüber unterhalten, wie Bildung über künstliche Intelligenz eigentlich zu verorten ist und wie die realisiert werden kann. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist das sogenannte Frankfurt-Dreieck, was insbesondere den Personen, die im Bereich Medienpädagogik oder Informatikdidaktik aktiv sind, bekannt sein dürfte. Das ist der Nachfolger des sogenannten Darkstuhl-Dreiecks und stellt Perspektiven auf insbesondere technische mediale Bildung dar, die man grob gesagt mit 3 Fragerichtungen bezeichnen kann. Einerseits ein bisschen hinsichtlich technologischer und medialer Strukturen und Funktionen. Wie funktioniert eigentlich ein technischer Gegenstand? Wie interagiere ich mit ihm? Wie benutze ich diesen Gegenstand? Aber auch, wie wirkt der? Was sind insbesondere gesellschaftliche und kulturelle Wechselwirkungen, die damit gegebenenfalls verbunden sind? Das Ganze ist nicht dieses Frankfurt-Dreieck spezifisch auf KI gemünzt. Man kann aber natürlich mal schauen, wie sieht es eigentlich aus, wenn unser Betrachtungsgegenstand KI ist. Dann haben wir links oben beispielsweise Fragen, wie Lehrkräfte eigentlich KI-Bildungstechnologien überhaupt selber verstehen können, als Voraussetzung dafür, sich auch souverän einzusetzen. Oder die Frage, wie künstliche Intelligenz in der Bildung vermittelt werden kann. Im Bereich der Nutzung, also der Interaktion, ist dann die Frage, wie KI als Bildungswerkzeug eingesetzt werden kann, sinnvoll. Ist das vor, beispielsweise als Nachbereitung oder in Präsenzkursen oder gar völlig online, mobil, in virtuellen oder Augmented Reality Szenarien. Und rechts oben aber die gleichermaßen wichtige Frage, wenn ich das alles tue, wenn ich also mit mehr KI in Bildungsszenarien interagiere, wie ändert sich denn dann Bildung eigentlich für die Lernenden? Was ändert sich für Dozierende? Welche Chancen bestehen dadurch? Aber auch welche Risiken? Und all dies sind Dinge, mit denen man sich natürlich in einer Bildung über KI in der digitalen Welt beschäftigen muss. Wenn wir dort mal so ein bisschen aus Deutschland rausschauen und ein paar internationale Perspektiven uns ansehen, dann finden Sie hier ein Modell, was aus den USA kommt, wo 5 Dimensionen von Bildung über KI thematisiert werden. Erstmal die maschinell gestützte Wahrnehmung, dann Wissensrepräsentation, logisches Schließen, maschinelles Lernen,
Interaktion, natürliche Interaktion mit KI-gestützten Geräten, aber auch den Impact auf die Gesellschaft und die Wechselwirkungen werden hier thematisiert als ganz wichtige Bildungsbereiche, die mit KI zusammenhängen. Aber nicht nur in den USA finden wir solche Dinge, beispielsweise auch in China. Ich habe aktuell gerade eine Gastwissenschaftlerin aus dem Education Equipment Research Center des chinesischen Bildungsministeriums an der Humboldt-Universität zu Gast. Und die hat beispielsweise folgendes Modell mir gezeigt, dass also auch das, allein das Awareness über KI, das Wissen, dass KI in vielen Produkten, in vielen alltäglichen Interaktionen drin ist, ganz wichtig ist. Als zweite Dimension wird in China Thought on Technical Innovation dargestellt. Das heißt, wie kann ich KI nutzen, um technische Innovationen zu betreiben? Bereich 3, ich muss es dann auch praktisch tun können und nicht nur drüber reden. Und als Bereich 4, wie wir das in den USA auch hatten, doch durchaus darüber reflektieren können, wie in einer Smart Society eigentlich vernünftig, verantwortungsvoll mit solchen Technologien umgegangen wird. Sehr anspruchsvoll und ambitioniert ist dann das Curriculum, was in China verfolgt wird, um einfach einen kleinen Eindruck zu geben. Das fängt im Bereich Grundschule bereits an. Und mit einem College-Abschluss sind verbunden, es ist die Perspektive, die China einnimmt, bereits KI-Fähigkeiten. Wir reden also nicht davon, dass KI als Bildungsinhalt irgendwie in der Hochschule positioniert wird, sondern eigentlich durchgängig in den Elementen, in den verschiedenen Stufen des Bildungsprozesses. Und das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Position. Wir brauchen dadurch, dass KI eine relevantere Technologie in praktisch allen Bereichen unserer Gesellschaft wird, deutlich mehr Bildung über künstliche Intelligenz in eigentlich allen Bildungsstufen. Insbesondere brauchen wir das natürlich, wir tun das auch an der Humboldt-Universität und am DFKI in Form von Aus- und Weiterbildungsprogrammen für Lehrkräfte, für Lehramtsstudierende, wie mit Bildungstechnologien umgegangen werden kann. Kleiner sagen Einschub, wir sind davon noch relativ weit weg. Also im März, in Zeiten des Lockdowns, hatten wir von der Humboldt-Universität ein Webinar für Lehrkräfte angeboten, wie mit das hieß Grundlagen des Online-Unterrichtens, und hatten dort alleine aus Berlin innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, fast über 2000 Anmeldungen, die wir gar nicht technisch alle realisieren konnten. Wir haben abgefragt, wie denn die Erfahrungen mit Bildungstechnologien von diesen Lehrkräften waren. Und 95% der Teilnehmenden hatten angegeben, eigentlich noch nie oder nur sehr, sehr selten Technologien im Unterricht eingesetzt zu haben. Hätte man speziell über KI gefragt, wäre wahrscheinlich die Quote noch deutlich geringer gewesen. Wenn wir aber Lehrkräften es einfach machen und denen auch vermitteln möchten, was für Potenziale künstliche Intelligenz im schulischen, aber auch im hochschulischen Bereich sind, dann brauchen wir dafür natürlich die Weiterbildung, die idealerweise basiert sein sollten auf Kompetenzmodellen und auch auf Messinstrumenten für entsprechende Kompetenzmodelle. Das ist in der Forschung und Entwicklung eine gute Basis. Dafür kann beispielsweise das europäische DICOM-EDU-Modell sein, das European Framework for the Digital Competence of Educators, wo in Zusammenarbeit mit einer Forscherin aus meiner Arbeitsgruppe ein Self-Assessment-Instrument entwickelt worden ist, dass es halt Lehrenden überhaupt erstmal ermöglicht, selber zu reflektieren darüber, welche Arten von digitaler Kompetenz und damit natürlich auch in Teilen KI-Kompetenz sie selber haben. Also sehr wichtig hier, Bildung über KI in der Gesellschaft weiter zu verbreiten und insbesondere Lehrkräfte dort mitzunehmen. Kommen wir zum zweiten größeren Themenpunkt, Bildung mit KI, also KI als Lern- oder Lehrtool. Ich hatte anfangs angedeutet, das nimmt im Moment sehr, sehr viel Fahrt auf. Wir sollten uns aber immer bewusst sein, dass das kein neues Thema ist. Und man sieht das schon an der Art und Weise, wie diese Folie hier gestaltet ist. Ein Original-Skript in PDF-Form aus den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat an der Carnegie Mellon University Jaime Carbonell das Scholar-System konzipiert und implementiert. Ein allererstes intelligentes, adaptives Lernsystem. Und Sie sehen hier schon den durchaus anspruchsvollen Satz für die 70er Jahre, den ersten: If computerized instruction is ever to have a large impact in education, computer-assisted instruction systems must have the flexibility and skill of a human teacher. Das war natürlich für die damalige Zeit schon relativ
weit gegriffen. Durchaus kann das Scholar-System aber als früher Pionier von adaptiver Instruktionstechnologie gesehen werden. Das hier dargestellte System ist das Andes-System. Man sieht schon, das ist nicht ganz aktuell, es ist aber auch nicht aus den 70er Jahren. Es ist ein System, was durchaus schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und was für Physik eingesetzt worden ist und in moderneren Formen auch noch wird. Ein sehr, sehr gut untersuchtes, intelligentes Tutorensystem, was über Studentenmodelle, eine Formalisierung von Domänenwissen, aber auch eine Formalisierung von pädagogischem Handeln funktioniert und was sehr, sehr gut untersucht worden ist. Und die Effektivität dieses Systems im Sinne von der Vermittlung von Physikwissen oder der Aufnahme von Physikwissen ist durchaus vergleichbar zu der von menschlichen Tutoren. Es wurde mehrfach in doch vielen, vielen Studien bestätigt, dass man also, wenn es rein um den kognitive Dimension der Bildung geht, solche Systeme sehr, sehr gut funktionieren können. Ein modernerer Vertreter davon ist Squirrel AI aus China, die durchaus, sie nennen sich noch Startup, haben aber 2 Millionen Kunden und 2000 Learning Centers in China aufgestellt und führen auch wiederum regelmäßig Studien durch. Wie ist eigentlich diese adaptive Bildungstechnologie, die in bei Squirrel eine Mischung aus formaler Domänenmodellierung und Data Science-Ansätzen, maschinellen Lernverfahren ist. Wie verhält die sich eigentlich gegenüber dem, was so ein menschlicher Lehrer vermitteln könnte? Und stellen mittlerweile fest, dass deren KI-gestütztes System deutlich besser ist als selbst hochqualifizierte Lehrkräfte. Wohlgemerkt, das Ganze bezieht sich in aller Regel wirklich nur auf die Akquise von Fachwissen. Wir alle wissen, dass Bildung durchaus noch was mehr ist als die Aufnahme von Fachwissen. Wenn wir also uns überlegen, ja, KI hat eine gewisse Tradition schon im Bildungssystem, hat enormes Potenzial, dann ist eine Möglichkeit, sich das mal anzuschauen, versuchen, das Gebiet ein bisschen zu strukturieren, das nach Zielgruppen und auch vielleicht nach zeitlichen Perspektiven aufzufächern. Zielgruppen hier in den Spalten, die Lernenden selbst sind sicherlich Zielgruppe für KI in der Bildung, aber auch die Dozierenden und die Organisationen, die Bildungsorganisationen selbst. Und KI in der Bildung kann, das sind hier die Zeilen, sowohl sehr kurzfristig in einzelnen Lernsequenzen eingesetzt werden, aber auch, die mittlere Zeile hier dargestellt, vielleicht in so einem typischen Semester, wo ein Universitätskurs abläuft, oder auch dauerhafter, um vielleicht längerfristige Bildungsprozesse begleiten zu können. Und je nach Zielsetzung sind in jeder Zelle dieser Matrix sehr, sehr unterschiedliche KI-Verfahren denkbar und sie werden sicherlich im Laufe dieses Tages von den verschiedenen Referentinnen und Referenten ganz unterschiedliche Beispiele sehen. Ein paar habe ich Ihnen auch gleich mitgebracht. Beispielsweise sind die klassischen tutoriellen Übungssysteme etwas, was für Lernende gedacht ist, was kurzfristig gedacht ist. Wenn Sie auf dozierenden Ebene beispielsweise die Analyse von Gruppenlernprozessen in großen Online-Kursen KI-gestützt machen oder auch die Prädiktion, welche meiner Studierenden sind eigentlich Risiko, welche werden eventuell den Kurs nicht schaffen, dann ist die Zielgruppe hier eher die Dozentin oder der Dozent eines Kurses und wir befinden uns auf der mittleren Ebene. Aber auch im Bereich des kontinuierlichen Qualitätsmonitorings und der Revision von Studiengängen kann für eine Organisation wie eine Hochschule KI durchaus sehr, sehr interessant sein. Und ich habe Ihnen aus diesen drei Ebenen, der Lernsequenzebene, der Kursebene und der dauerhafteren, längerfristigen Ebene, ein paar Beispiele aus unserer eigenen Forschung, aber auch von Arbeiten anderer Arbeitsgruppen nachfolgend mitgebracht. Das hier ist ein Beispiel von dem Projekt, was vorhin schon angedeutet oder eingeführt worden ist, eine Kooperation des DFKI mit der Fernuniversität in Hagen, ist dieses Jahr publiziert worden und ist eine Arbeit, die auf Lernsequenzebene angeordnet ist. Ziel ist hier, eine automatische Bewertung von Lernerlösungen hinzubekommen in einem Gebiet, was vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist als die Fächer, wo man sich das erwarten würde, dass das leicht geht, wie beispielsweise in einigen einfachen Mathematikgebieten. Wir befinden uns hier schon auf Hochschulniveau.
Und Sie sehen auch auf der rechten Seite, dass die Aufgabenstellung, die hier exemplarisch gewählt worden ist, die Definition des Begriffes Mediatisierung ist. Die Idee der automatischen Bewertung von Lernerlösungen, die hier in dem Projekt verfolgt worden ist, ist, dass historische Daten genutzt wurden, also Lernerantworten der vergangenen Jahre, die dann mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren, unter anderem Naive-Bayes-Klassifikatoren, klassifiziert wurden in drei Klassen: sehr gute Antworten, mittelgute Antworten und halt eher nicht so gelungene Antworten. Und dass dann aber auch Rückmeldungen zu dieser Einreichung gegeben werden sollten. Ein Problem vieler KI-Verfahren, wir kommen gegen Ende des Vortrags nochmal dazu, ist, dass sie zwar sehr gut in der Lage sind, Dinge zu klassifizieren, vorherzusagen, zu clustern, aber oft nicht genügend in didaktische Konstruktionen eingebettet sind, oft die Frage des Warums nicht gut beantworten können. In diesem Projekt haben wir versucht, oder versuchen es noch, es läuft noch, das zu kombinieren mit Rückmeldungen, mit konstruktiven Rückmeldungen zur Einreichung, indem nämlich positive und negative Konzepte zu einer gewissen Frage hinterlegt worden sind und Vertiefungsmöglichkeiten zu positiven Konzepten oder aber auch Material zur Reflexion und Korrektur von Fehlvorstellungen angeboten wird. Sie sehen das hier auf der rechten Seite, dass eine Lernerlösung als so mittelgut klassifiziert worden ist, und man sieht auch grün unterstrichen die Stichworte, die Konzepte, die in der Lernerlösung als grundsätzlich erstmal gut passend zu der Aufgabenstellung charakterisiert worden sind, aber auch einige, die in rot dargestellt sind, die man typischerweise nicht mit Mediatisierung verbinden würde. Und hier gibt es dann die Möglichkeit für die Lernenden, in solche Wissensgraphen einzusteigen, sich anzuschauen, okay, welche Konzepte gibt es hier eigentlich, wie hängen die miteinander zusammen? Sie sehen auf der linken Seite das ganze Netz der entsprechenden Konzepte. Man kann dort reinzoomen, kann sich beispielsweise den Begriff der Digitalisierung dann nochmal anschauen und bekommt die entsprechenden Kursmaterialien, die mit diesem Begriff zusammenhängen, nochmal dargelegt, dass man die Möglichkeit hat, auf Basis der eigenen Lernerlösung, auf Basis des Feedbacks, was bekommen worden ist, was automatisiert gegeben worden ist, nochmal nachzuschauen, okay, warum, wie hängen jetzt eigentlich Digitalisierung und Mediatisierung wirklich zusammen? Ein zweites Beispiel von auf Lernsequenzebene ist das Monitoring von Klassenraumdaten. Das ist eine Arbeit von im Wesentlichen Ken Holstein von der Carnegie Mellon University, der mit Dozierenden gearbeitet hat und denen, die in amerikanischer Art gefragt hat, okay, if you could have any superpowers you wanted to help you do your job, what would they be? Und die Lehrkräfte haben dort mehr oder weniger alle gesagt, Sie sehen hier ein Beispiel einer kleinen Vorstudie, naja, was wirklich interessant wäre, wäre halt die Denkprozesse der Lernenden zu sehen, um irgendwie zu verstehen, welche Studierenden wirklich gerade irgendwo festhängen und nicht weiterkommen, welche fast da sind und nur noch einen kleinen Tipp letztendlich brauchten. Und etwas in der Richtung finden Sie auch sehr oft, wenn Sie in Bildungseinrichtungen gehen, die viel Computer einsetzen, dass dieser Rückkanal, dieses, was man sonst im persönlichen Face-to-Face-Dialog hat, ja, ich bekomme eigentlich schon mit, wer Schwierigkeiten hat und wer nicht. Wenn zunehmend mit digitalen Lernwerkzeugen gearbeitet wird, sind natürlich auch gerade die Dozierenden daran interessiert, ein Bild vom Lernstand ihrer Klasse und auch von einzelnen Personen zu bekommen, um denen helfen zu können. Und die Arbeiten von Ken Holstein wurden so illustriert, dass also eine mithilfe einer Brille die Lehrkraft letztendlich weiterhin ihre Klasse sehen konnte, aber auch, Sie sehen das oben eingeblendet, typische Fehler, die von der Klasse gerade gemacht worden sind, sehen und bei den einzelnen Studierenden auch sehen, okay, welcher vermutlich gerade irgendwie Schwierigkeiten hat, welcher virtuell eine Hand gehoben hat, um explizit nach Unterstützung zu fragen. Und es zeigte sich wenig überraschend eigentlich, dass das natürlich Effekte auf die Aufmerksamkeitsverteilung der Lehrkraft hatte, dass die Lehrkräfte in einem solchen Szenario viel gezielter zu den Personen gehen konnten, die tatsächlich Fragen haben, die offensichtlich Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Aufgaben haben, irgendwo festhängen, als sie das vorher getan haben, weil früher dann doch oft eher die lautesten und die Personen, die am meisten explizit die Aufmerksamkeit forderten, beachtet worden sind. Auf der Kursebene möchte ich Ihnen auch zwei Beispiele kurz vorstellen. Das eine ist eher die Makroebene. Das ist das BMBF-Projekt, Projekt Tech for Comp, wo das DFKI zusammen mit einigen Hochschulen beteiligt ist, wo ein ähnlicher Ansatz gefahren wird, wie Sie das vorhin bei den klassischen intelligenten Tutorensystemen gesehen haben. Domänenmodelle, Lernermodelle und pädagogische Modelle
Daten werden aus universitären Lernkontexten abgegriffen, um personalisierte Kompetenzentwicklung durch skalierbare Mentoring-Prozesse zu realisieren. Und zwar durch eine ganze Reihe von KI-Tools, beispielsweise Lernpartner, Effekterkennungen, virtuelle Agenten, Kommunikationsstile und so weiter. Also ein sehr breiter Strauß, der in dem Projekt durch eine Architektur realisiert werden soll, die halt umfassende Datenkollektionen realisiert. Wenn wir da reinzoomen, nicht Teil des Projektes selbst, aber vielleicht eine spannende Komponente, stellen wir hier fest, wie in einer Beispielstudie haben wir uns interessiert darüber, wie Persönlichkeitsmerkmale und kulturelle Eigenschaften und erstmal ob, die eigentlich aus Verhalten in Online-Kursen abbildbar sind. In einem klassischen maschinellen Lernansatz haben wir also Nutzerverhalten in Online-Kursen zusammen mit Performance, also Quiz-Resultaten genommen und waren mit erstaunlich hoher Genauigkeit zwischen 82 und 93% in der Lage, daraus klassische kulturelle Eigenschaften, die Dimensionen nach Hofstede und auch Persönlichkeitsmerkmale, die Ocean Big Five-Merkmale vorherzusagen. Das heißt, es ist durchaus möglich, aus einer Interaktion von Lernenden mit Online-Kursen auf gewisse Persönlichkeitsmerkmale zu schließen und darauf auf dieser Basis dann natürlich wieder Kurse eventuell zu personalisieren. Kommen wir zum letzten, da die Zeit auch ein wenig drückt. Auf der Studiengangsebene sind natürlich Verlaufsanalysen und Vorhersagemodelle sehr, sehr interessant. Viele Hochschulen, praktisch alle vermutlich, führen Kohortenanalysen, Studienerfolgsvorhersagen durch, wie beispielsweise hier Arbeiten der Kollegin Agathe Masseron, wo dargestellt wird, wie eine gewisse Kohorte, gewisse Module eines Studiengangs absolviert. Blau ist Erfolg, rot ist Misserfolg. Und über KI können wir beispielsweise Vorhersagemodelle erstellen, Entscheidungsbäume. Welche Kurse sind eigentlich entscheidend für den Erfolg in einem Studium? Man sieht hier einen Effekt, den ich vorhin schon angedeutet hatte, dass nicht erklärbare Verfahren wie Naive-Bayes-Klassifikatoren eine höhere Accuracy haben als erklärbare Verfahren wie der hier dargestellte Entscheidungsbaum. Auch das ist etwas, muss man sich hier berücksichtigen. Es gibt also durchaus Verfahren, die uns nicht erklären können, warum sie eine gute Vorhersage, ob Studierende ein Studium erfolgreich absolvieren haben, also die eine gute Accuracy haben, aber nicht in der Lage sind zu sagen, warum das so ist. Aber auch jenseits von einzelnen Modulen gibt es Arbeiten, die ganz interessant sind, die beispielsweise das Co-Enrollment analysieren, die also sich die Frage stellen, wenn Studierende Wahlmöglichkeiten in einem Studium wahrnehmen, wie wirkt sich das aus? Welche Kombination von Modulen ist eigentlich statistisch gesehen gut? Welche ist vielleicht eher schwierig? Welche Module bedingen Schwierigkeiten? Und da gibt es einige Arbeiten zum sogenannten Co-Enrollment, was tatsächlich zeigt, dass beispielsweise gewisse Kurse, wenn sie in Kombination miteinander wahrgenommen werden, dass dann halt Probleme in einem Kurs dazu führen, dass auch in anderen Kursen Schwierigkeiten auftreten. Zum letzten Punkt, Bildung trotz KI. Es gibt einige Herausforderungen und kritische Erfolgsfaktoren für KI in der Bildung und insbesondere auch in der Hochschulbildung. Man sollte immer bedenken, dass man in den meisten KI-Szenarien ja mit Daten arbeitet und man nur einen Ausschnitt der Lernenden und der Lehrenden über Daten repräsentiert. Und dieser Ausschnitt, diese Reduzierung auf Daten kann problematisch sein und sollte in jedem Fall in der Konstruktion der KI-Bildungssettings mit berücksichtigt werden. Auch rein datengetriebene KI, also reine maschinelle Lernverfahren, birgen eine Menge Risiken, insbesondere weil diese Lernverfahren dann eventuell Minderheiten nicht repräsentieren, weil die in den Trainingssets nicht drin sind. Und wie eben dargestellt, weil reine datengetriebene KI-Verfahren oft Schwierigkeiten in der Erklärbarkeit haben, die aber gerade in didaktischen Szenarien sehr, sehr wichtig ist. Deswegen sollten eigentlich in allen KI-Szenarien in der Bildung didaktisch fundierte Zugänge gewählt werden und insbesondere auch hybride KI-Ansätze, die also Domänenmodellierung, Lernermodellierung mit maschinellen Lernansätzen durchaus kombinieren. Zu berücksichtigen in KI in Bildungskontexten sind immer Sozialkontexte und spezifische Lernsituationen, insbesondere hinsichtlich der Rückmeldungen, die gegeben werden, hinsichtlich Fehlermeldungen, hinsichtlich Ermunterungen, was jetzt als nächstes zu tun ist. Nach Möglichkeit sollte versucht werden,
keinen ganz engen Ansatz zu fahren. Und sollte berücksichtigt werden, dass die allermeisten KI-Verfahren durchaus fehleranfällig sind. Wenn wir an Sensortechniken denken, wenn wir an maschinelle Bewertungen von Texten denken, dann kommen die mit einer gewissen Vorhersagewahrscheinlichkeit, aber sicherlich nicht mit einer hundertprozentigen Korrektheit. Und insbesondere auch wiederum, wenn darauf auf dieser Basis dann Entscheidungen getroffen werden oder Rückmeldungen gegeben werden, ist das ein ganz wichtiger Faktor im Design dieser Systeme. Insbesondere, weil, und das ist hier unter dem Begriff datengetriebener Performativität dargestellt, viele Lerner, aber auch Dozierende natürlich auf Basis der Rückmeldungen dieser Systeme dann auch ihr weiteres Handeln planen. Natürlich ist die Berücksichtigung von kulturellen und persönlichen Faktoren wichtig, weil halt unterschiedliche Lernertypen oft unterschiedliche Informationen benötigen und Personalisierung halt ja gerade eine der Chancen von KI in der Bildung ist. Die letzten drei Punkte sind sehr, sehr wichtig. Wir müssen, um erfolgreich KI in der Hochschulbildung und insgesamt in der Bildung zu implementieren, eine Chance zum Verständnis dieser Verfahren ermöglichen. Das heißt einerseits, dass Bildung über KI da ist, dass also ein grundsätzliches Verständnis der Verfahren überhaupt ermöglicht wird und dass dann aber die konkreten Systeme, die eingesetzt werden, auch transparent genug sind, dass eine Einsichtnahmemöglichkeit besteht. Insbesondere kann dies gelingen, wenn also alle Stakeholder, insbesondere Studierende, aber auch Lehrende und Vertreter der Organisationen selbst in das Design dieser Systeme eingebunden sind. Und als letzter Punkt, etwas, was in dem Bereich auch sehr, sehr wichtig ist, ist zu versuchen, Prinzipien von Open Science mit Datenschutz zu verbinden, dass wir also Bildungsforschung, die datengestützt über KI natürlich funktionieren kann, über Repositorien, über offene Zugangsmöglichkeiten damit verbinden, dass gleichzeitig aber der Schutz der Privatsphäre der Einzelnen, dass also die sensiblen Bildungsdaten geschützt werden, dass eine solche Kombination gelingen kann. In Zusammenfassung, KI ist meiner Meinung nach ein notwendiger Bildungsbestandteil in unserer insbesondere zukünftigen Gesellschaft. Wir haben eine ganze Reihe von nachweisbaren Potenzialen und Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in digitalen Bildungsangeboten. Und KI wird dabei den Menschen in den Bildungsprozessen sicherlich nicht ersetzen, aber durchaus die Rolle von den verschiedenen Akteuren im Bildungskontext verändern. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Pinkwart, für diese schön strukturierte und hilfreiche Einführung. Ich warte jetzt auf das, was jetzt passiert, wie die Fragen an uns herangetragen oder an Sie herangetragen werden. Frage wieder Herrn Rekze, wie das jetzt im Einzelnen funktionieren wird. Im Chat können sich unsere Teilnehmer im Zoom-Meeting gerne melden und sich im Audio freischalten. Die Fragen sind dann möglich. Im YouTube-Chat können die Fragen entsprechend auch gestellt werden und würden von dort hierher hineingetragen werden. Ja, vielen Dank. Also wir warten jetzt sozusagen auf die Reaktion von Teilnehmern im Chat. Ich möchte schon mal, damit wir die Zeit auch sinnvoll nutzen, mit einer Frage, Herr Pinkwart, noch mal an Sie herantreten. Und zwar im Zusammenhang mit Ihrem Kapitel Bildung mit KI. Also gerade, wenn ich an dieses Beispiel denke, was Sie ja skizziert haben mit der Mediation. Und dazu gibt es ja auch eine sehr informative und interessante Veröffentlichung, bei der ich mich immer gefragt habe, wie geht man mit dem enormen Aufwand um, der nötig ist, um zum Beispiel solche personalisierten oder automatisierten Bewertungen von Lernerklärungen, Lernlösungen zu erreichen? Muss man da nicht zum Beispiel also eine außerordentlich umfassende Wissensbasis überhaupt erstmal etablieren im Rechner, damit man auf diese Weise tatsächlich zu sinnvollen Ergebnissen kommt? Das heißt, platt gesagt, wie kann man darstellen, dass sich der Arbeitsaufwand, der nötig ist, um eine solche Technologisierung herbeizuführen, ob der sich sozusagen lohnt? Das Gleiche gilt natürlich auch
analog, wenn ich an das Erkennen von Persönlichkeitsmerkmalen, kulturellen Eigenschaften denke. Der Rechner kann ja nur das erkennen, was man ihm vorher als Möglichkeit vorgegeben hat. Und das ist ja doch eine so hochkomplexe Fragestellung, dass ich mich frage, wie kommt man hier tatsächlich zu auch dann im Grunde generell verwertbaren Lösungen? Ja, die Frage des Aufwandes ist natürlich eine ganz spannende und wichtige dabei. Und die unterschiedlichen Verfahren haben unterschiedliche Aufwände. Und wenn ich Ihre beiden Beispiele jetzt da nochmal aufnehme, dann ist es so, dass dieses Beispiel der Erkennung von kulturellen Elementen oder kulturellen Faktoren und Persönlichkeitsfaktoren, das war vom Aufwand her, ist das erstmal gar nicht so viel, weil da gibt es standardisierte Fragebogen dazu. Und in dieser Studie haben wir das schlicht und ergreifend so gemacht, dass wir halt die Testpersonen diese Fragebogen gegeben haben und das dann abgeglichen haben mit den Interaktionsmustern, die das neuronale Netzwerk gelernt hat. Da steckte gar nicht so schrecklich viel manuelle Arbeit dann drin. Die Frage ist, was man dann letztendlich mit solchen Dingen macht. Wir wissen also jetzt, wir können aus den Interaktionen, die Lerner in solchen digitalen Lernräumen tun, können wir etwas über diese Lerner erfahren. Und jetzt kommt ein didaktisches Element rein. Ja? Wenn ich jetzt also weiß beispielsweise, dass ich in meiner Zielgruppe verschiedene Persönlichkeitsfaktoren habe, die mir wichtig sind, wo ich weiß, okay, wenn jetzt jemand eher offen ist, dann soll diese Person diese Angebote bekommen. Und für Personen, die eher folgende Eigenschaften haben, da sollten andere Angebote empfohlen werden, beispielsweise. Das ist eine hochschuldidaktische oder allgemein didaktische Entscheidung, die ich dann aber auf Basis von der Unterfütterung, dass ich etwas über die Nutzer weiß, dann treffen kann. Das heißt, da würde der manuelle Aufwand entstehen. Das andere Beispiel, auf was Sie abzielen, ist mit der Fernuniversität. Da ist es auch so, dass wir eine Kombination von Verfahren machen. Also diese händischen Verfahren, wo wir also Domänenmodelle haben, wo wir Lernermodelle haben, die sind relativ aufwendig in der Erstellung, weil auch da oft die Autoren von Aufgaben etwas tun müssen. Die müssen im einfachsten Fall verschlagworten und sagen, diese Begriffe, die müssen sowas wie eine Concept-Map bilden. Welche Begriffe hängen wie zusammen? Das ist halt Aufwand, der typischerweise bei den Autoren, bei den Dozierenden irgendwie liegt. Und dann haben wir es da auch wieder kombiniert mit einer maschinellen Lernverfahren basierten KI, die in der Lage ist, was wie eine grundlegende Bewertung zu machen und dann halt einem Teil dieses explizit erstellten Modells, an dem sich die Lernenden orientieren können. Und das ist eine, denke ich mal, Mischform, die im Übrigen auch beispielsweise in China von Squirrel AI gemacht wird, die Probleme umgeht, die die klassischen intelligenten Tutorensysteme in der Tat vor 20 Jahren hatten, dass nämlich extremst aufwendige kognitive Modelle konstruiert werden mussten, sodass also Hunderte, Aberhunderte von Stunden von Designarbeit für eine einzelne Stunde von Nutzerinteraktion investiert werden musste. Ja, vielen Dank für diese Information. Ich sehe jetzt, dass es drei weitere Fragen an Sie gibt. Die erste ist von Professor Krieg, Prorektor für Lehre an der RWTH Aachen. Er fragt, haben Sie an der Humboldt-Universität eine flächendeckende Kohortenverfolgung oder gibt es das nur in der Informatik? Wir haben eine Stabsstelle Qualitätsmanagement, die genau das tut, die also dafür da ist, das Qualitätsmanagement der gesamten Studiengänge sicherzustellen, und die geht dafür in Diskussionen, in Gespräche mit den Fakultäten. Das wird natürlich jetzt auch nicht automatisiert gemacht und sagt, hier sind eure Zahlen, macht was damit, sondern es geht dann, die entsprechenden Zahlen wirken als Grundlage für Gespräche mit den jeweiligen Instituten, die die Studiengänge tragen. Aber ja, es gibt schon eine Einrichtung an der Universität, die das grundlegend tut. Ja, vielen Dank. Dann habe ich eine Wortmeldung von Frau Vogel, ein Mitglied unserer Arbeitsgruppe. Besteht dabei nicht die Gefahr? Ich denke, dieses dabei bezieht sich auf Ihre Ausführungen zum Thema Bildung mit KI. Besteht dabei nicht die Gefahr, dass Stärken übermäßig gestärkt werden? Wie wird eine Challenge nicht nur beim Lernen, sondern auch bei der Persönlichkeitsentwicklung sichergestellt? Inwieweit berücksichtigen solche KI-Systeme zusätzlich Tagesformen von Lernenden? Das sind eine ganze Reihe von Fragen.
Das Element der Tagesform wird tatsächlich von den meisten Systemen ist ganz gut berücksichtigbar. Insbesondere dann, wenn man so als Beispiel ein Lernermodell hat. Das heißt, wenn das System eine formalisierte Repräsentation dessen hat, was ein Nutzer bereits kann und weiß. Das kann durchaus ein offenes Lernermodell sein, in dem halt der Lerner auch selber nachschauen kann, ja, was sind denn die Dinge, die ich eigentlich von dem Kurs hier schon kann und wo müsste ich noch was machen? Und wenn dann halt Fehler gemacht werden, die nicht konsistent sind zu dem Lernermodell, was das System repräsentiert, kann man das als Tagesform letztendlich repräsentieren. Das mit der Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, da sind wir, glaube ich, noch eine ganze Menge von weg, und das ist sicherlich auch etwas, was in die Richtung geht, dass KI den Menschen in Bildungsprozessen bestimmt nicht ersetzen wird. Viele der Ergebnisse, die wir haben, sind auf der kognitiven Ebene. Es gibt Arbeiten dazu, dass beispielsweise auch soziale Lernergruppeninteraktion gestärkt werden soll, dass man also durch KI im CSCL-Bereich unterstützt wird, darin produktiv und gut in Gruppen miteinander zu arbeiten. Aber die Arbeiten, die ich hier vorgestellt habe, sind nicht im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung vorwiegend zu sehen, sondern im kognitiven Bereich. Das mit den Stärken habe ich nicht ganz verstanden. Eigentlich ist es so, dass die allermeisten KI-Systeme durchaus auch die Baustellen, sage ich mal, klar benennen und sagen, hier, ich empfehle folgenden nächsten Bildungsgegenstand, beschäftige dich mal da und damit, weil da eigentlich auch noch Lücken vorliegen. Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich noch aus dem Kreis hier eine letzte Frage von Frau Kollegin Nadine Bergner von der TU Dresden. Und mit der Frage müssen wir dann auch zeitlich beenden, diese Phase. Wie können wir mit den Offline-Lernaktivitäten umgehen? Nicht der gesamte Prozess findet ja digital statt, in der Schule wie auch in der Hochschule, und kann entsprechend zumindest noch nicht einberechnet werden. Ja, das ist genau der Punkt, den ich hier auf dieser Folie auch als Oberstes hatte. Also wir haben keine kompletten Daten, zumindest in den allermeisten Bildungsszenarien. Das heißt, wir haben eine Datenauswahl und es gibt auch noch Offline-Bildungsaktivitäten. Und wenn wir das wissen, dass wir nur einen Teil der Daten in unserem KI-System überhaupt verarbeiten können, dann müssen wir das im Design dieser Systeme repräsentieren. Und als kleines Beispiel dazu, wir selber haben auch so mit Learning Analytics Dashboards gearbeitet, mit offenen Lernermodellen, wo die Studierenden sehen konnten, welche Themen eines Kurses sie bereits abgearbeitet hatten und welche nicht. Das Ganze funktionierte aber natürlich, wie genau die Frage hier darstellt, nur für die Online-Lernaktivitäten. Wenn ich aber dann jetzt, und da kommt dann die hochschuldidaktische Denken rein, da würde ich jetzt natürlich nicht, wenn ich weiß, dass es auch Offline-Aktivitäten gibt, Warnmeldungen oder Probleme oder Fehler oder sonst was schicken, sondern wir haben schlicht und ergreifend das in einer Wissenslandkarte kodiert, wo die Studierenden auch selber sagen konnten, ja, das ist hier zwar rot dargestellt, weil ich mich in diesem Computersystem nicht mit dem Thema befasst habe, aber ich habe ja ein Buch drüber gelesen und deshalb kodiere ich das einfach mal als grün, weil ich weiß, ich kann das. Das heißt, die Souveränität über den Lernprozess ist da bei den Studierenden. Insbesondere dann ist das nötig, wenn ich weiß, dass ich nicht alles weiß aus KI-Sicht. Ja, vielen Dank, Herr Pinkwart. Leider ist unsere Zeit zu Ende. Wir müssen wechseln. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihre Ausführungen und auch jetzt Ihre klärenden Antworten. Wir schalten jetzt um zu unserer nächsten Expertin, Frau Kollegin Joos.